Hallo und willkommen zurück zu Dinecraft. Ich werde nicht sagen, dass das hier mit dem Afrofin ist, denn das habe ich mir gesagt, mache ich nicht mehr. Nein, aber ja, wir waren ja irgendwo mitten im Nichts. Jo, ne? Das kann passieren. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es scheint jetzt auch zwei verschiedene Arten von Eichen zu geben. Und das Gras halt, das da hinten. Ah ja, es gibt neue Blumen, glaube ich. Nicht mehr nur rote. Guck, guck. Oh. Na, das war ja intelligent. Da gehe ich vielleicht gleich noch runter, aber erst später. Weil da sehe ich weiße Blumen. Na, Orlando Blumen sehe ich da. Naja, der war sowas von schlecht. Was kann ich denn wegtun? Scheiß auf die Pilzsuppe. Margerite. Nimm mich mal mit. Nicht mit dem Schwert, vielleicht mit dem Pilz. Also. Margeriten gibt es jetzt neu. Das ist schon mal schön. Oh, da liegt ja eine Pilzsuppe. Nein. Ja, das Gras kann jetzt auch hochwachsen. Schweine. Eine Höhle. Eine Schweinehöhle. Ich dachte mir, ich laufe einfach noch mal ein bisschen weiter durch die Gegend, um noch ein bisschen mehr zu erkunden. Weil, hier, wenn man bei Minecraft einloggt, sieht man ja immer nur dieses, wie heißt denn das? Denn, wenn du dich in dem Lounger einloggen willst, oh, noch mehr Blumen, dann, sagt er dir, so, kann man ja gucken, was es zum neuen Patch gab. Das habe ich jetzt nachgeguckt und das ist. Sonnenblumen. Oh, ist sogar übersetzt auf Deutsch. Ist ja cool. Finde ich ja noch was Interessantes, Neues, Specialiges. Jetzt ist nur die große Frage, kann ich damit irgendwas anfangen mit den Blumen? Also mit den Sunflowers. Kann ich daraus Kerne machen oder Öl oder überhaupt irgendwas? Löwenzahngelb. Aha. Also sind das nur Farbblumen oder wie? Was ist das? Es scheint ja ganz, ganz viele neue Blumen zu geben. Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Ach, scheiß auf das Brot. Was bist du? Porzellan? Porzellan? Stern. Was sind das für Blumen? Kriege ich bestimmt auch nur Farbe raus. Hier fehlt Erde. Ja, blaue Blumen, hohes Gras, Wüste. Da flog eine Fledermaus durch die Gegend. Scheint ja sehr interessant zu sein. Chunks, ich liebe es, wenn ihr so langsam nachladet. Ich glaube, ich sehe da etwas, ein Spawner oder sowas. Oder einfach nur ein Blowhawk. Naja. Aber vielleicht treffe ich ja auf ein, wie heißt das Teil? Auf ein Tempel. Genau. Nee. Eine Pyramide heißt das in der Wüste, ne? Im Dings heißt das Tempel, im Dschungel. Sur le Dschungel? Ja, vielleicht sollte ich mal was zu den momentan neuen Umständen sagen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, pro Tag zwei Let's Play-Folgen hochzuladen. Eine davon wird immer Assassin's Creed 4 sein, was ja schon hochgeladen ist, wenn ihr das hier guckt, sehr wahrscheinlich. Und dann abwechselnd Tomb Raider oder Minecraft. Das hier ist jetzt Minecraft für heute. Da ist nur ein Brunnen. Ja.
So wird das weiterlaufen. Also, mal gucken, ob ich das so durchhalte, weil ich muss ja sagen, ich habe in letzter Zeit sehr wenig hochgeladen. Ich habe letztes Mal auch zweimal Tomb Raider hochgeladen, weil ich meine Festplatte leer haben wollte für Assassin's Creed. Ich kann halt nur maximal eine Stunde aufnehmen, weil dann ist meine Festplatte randvoll. Und das ist blöd. Ich muss mir unbedingt eine externe Festplatte anschaffen. Aber die sind auch so teuer. Und ich habe gerade sehr viel Geld für Assassin's Creed ausgegeben. Ich glaube, 55 € waren das. Oh, davon ist Lava. Da auch. Obwohl, ich habe ja jetzt eine Rüstung. Ich könnte ja eigentlich mal ein Monster anstellen. Optionen. Einfach. Bleiben wir mal auf einfach. Weil ich finde diese Aimbot-Skelette und so eigentlich recht blöd. Ach, ich muss ja jetzt auch wieder essen. Also nicht durch die Gegend hüpfen, sondern gehen. Ja, was ist so zu erzählen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt natürlich über Assassin's Creed erzählen, aber das ist ja irgendwie sinnlos. Ich kann ja in meinem Minecraft-Let's Play nicht über Assassin's Creed erzählen. Naja. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass es jetzt draußen ist, auch für den PC. Das war es ja vorher nicht. So, weiß nicht. Ach ja, ist ja gar kein Timber-Mod drauf. Ich habe letztens Tekkit gespielt und da ist. Ey, hier. Auf jeden Fall so eine Holzfäller-Mod auf dem, ja, ist so ein Dra ist drauf. Eichenholz, ist einfach nur Eichenholz. Also weg. Ich brauche hier nicht so viel Holz. Das sind auch Akazien, oder? Weil die so gerade sind. Axt. Ja, sind Akazien. Auch wenn sie gerade sind. Nee, stimmt gar nicht. Nicht ganz gerade. Den baue ich mir auch bei mir an, den Akazienwald. Mann, ich hätte mir echt mal ein Thema raussuchen sollen. Essen. Ich esse erstmal. Gutes Rindfleisch, gutes leckeres Steak. Erstmal hinter die Kiemen gehauen. Kiemen. Ja, ich habe nichts zu erzählen. Ich habe wirklich nichts zu erzählen. Das ist schlimm. Und das bringt das auch nicht, wenn ich das immer weiter wiederhole. Ah ne, ich habe ja das Fleisch aufgegessen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber das hier hat, glaube ich, keinen Sinn so. Es wird jetzt auch dunkel. Ich muss das Texturenpaket umschalten. Ressourcenpacks auf Default. Oder kann ich. Passt das? Nee, weil mein Kompass zeigt ja nichts mehr an. Ah! Das sieht schon recht anders aus gerade. Werkbank, so sieht eine Werkbank auf. Also das ist jetzt Canecraft. Und ich probiere es einfach mal aus. Oder ich probiere es ja gar nicht aus. Ich benutze es jetzt, weil ich dann die Kompassnadel sehe. Und sonst komme ich ja nicht mehr nach Hause. Komische Blumen. So. Was gibt's denn Neues? Kann ich über irgendwas reden? Ist irgendwas in der Welt los? Oh, die Zombies sehen ja cool aus. Zombie.
Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. So, schieß den Creeper. Schieß auf den Creeper. Scheiß Kampf. Oh, jetzt gewittert das auch noch. Gott, zürnt mir! Sollte vielleicht einfach wegrennen. Ja, rennen. Wo regnet das? Hier auf jeden Fall nicht. Doch, hier. Ich sollte vielleicht durch die Wüste laufen. Da regnet es nicht. Dann gibt es nicht das blöde Rauschgeräusch, das einfach nur nervt. Zombie. Ich sehe gar nichts. Ich springe ans Ungewisse. Blub. Jetzt habe ich Rottenfleisch da. Verdorbenes Fleisch. Aber das Gute hier ist, auf dem Meer können keine hier keine Viecher spawnen, keine Mobs. Mobs. Möpse. Nein. Tintenfische. Yay, Tintenfische. Tintenfische. Nein. Worüber kann ich denn mal herphilosophieren? Ah, ich habe heute Morgen TV Total Turmspringen gesehen. Ja, mit Stefan Raab und so. Und ich muss sagen, ich würde mich sowas ja nie trauen. Also, runter gerne. Also, zur Not auch Arschbombe, auch wenn das ziemlich zwiebelt. Aber Salto sind so, nee, du, das kann ich einfach nicht. Das traue ich mir nicht. Traue ich mich nicht mal vom Einer. Na doch, vielleicht schon Vorwärtsseite vom Einer würde ich mich schon trauen. Vom Dreier, als ich den das letzte Mal gemacht habe, bin ich ziemlich auf dem Bauch gelandet. Das tat weh. Ja. Aber es ist echt, ich finde das echt cool, was Stefan Raab da unter TV Total macht. Ich meine, es ist ja nicht nur das Turmspringen, es ist ja auch die VOG-WM, was ich einfach super, ich finde das so lustig, wie da in einem VOG eine Bobbahn runterrutschen. Das sagen wir die auch mal gern machen. Denn Stocker Crash Challenge natürlich auch super, wie sie sich da durch die Gegend schubsen und crashen. Das ist schon cool. Letztes Mal waren ja zwei von Waititi dabei, also TC und Oji, glaube ich. Ronk hatte ja, wie ich aus seinem Video erfahren habe, auch eine Anfrage bekommen, ob er nicht mal da mitmachen möchte. Also ich würde da gern mitmachen. Oh, aber das ist schon cool, was der da macht. Hier, die Pokernacht finde ich relativ unspektakulär. Das ist Pokern halt. Ich finde das eh unnötig, wenn man sich Pokern im Fernsehen anguckt. Na gut, eigentlich ist fast genauso so schlimm wie Pool. Ja, nee, Snooker heißt das ja. Das sehen wir auch schon mal angeguckt. Aber ich glaube, jetzt ist es schon recht langweilig. Die da entweder bluffen oder ihre Kugeln durch die Gegend kicken beim Snooker. Also das ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Ja, gibt's noch irgendwas von TV Total, was ich vergessen habe? Turmspringen, Pokernacht, VOG, Stocker Crash Challenge. Natürlich TV Total, die Show selber. Finde ich manchmal ganz interessant. Gibt es irgendwas, das ich vergessen habe? Vielleicht sollte ich mir erstmal Boot craften. Aber ich muss mir jetzt erstmal was in mein Hirn machen. Ah, also, na gut, das lief jetzt nicht unter TV Total. Aber Stefan Raab hat ja die letzten drei Jahre, also ausgenommen diesen Jahres, auch, ja auch noch hier, wie heißt es, Grand Prix gemacht. Also Eurovision Song Contest, wie er richtig heißt. Finde ich auch immer sehr schön, den Grand Prix. Das ist so nett. Das sind auch, das sind nicht immer so
Nicht das, was man immer hört. Das ist immer was anderes. Also, was ich zum Beispiel mal sehr interessant fand, war Jedward. Das waren zwei Zwillinge, glaube ich. Ja, Zwillinge waren das, glaube ich. Die zusammen da durch die Gegend geturnt sind. Sah ein bisschen aus, als wären sie ein bisschen überaktiv. Also sieht das Holz aus. Cool. Mir fehlt genau ein Holz. Ich glaube, die waren auch so bekannt, weil sie solche Haare hatten. Solche hochstehenden. Ist ja auch.